Ein hübsches Mädchen ist die Jule, sie geht doch gerne in die Schule. Doch eines finden alle schlecht, dass Jule sich nicht wäscht. Sieht man sie kommen, heißt es, wenn sie jeden, heißt es, doch riechen sie, dann heißt es, denn Jule wäscht sich nie. Es kam einmal ein Herr von Thule, der war total verknallt in Jule. Sie brauchte sich nicht lang zu ziehen, er ging mit ihm im Park spazieren. Er nimmt die Händchen und denkt, sie sehen sich an und flüstern, er kommt ihr näher und schreit, denn Jule wäscht sich nie. Da musste Jule schrecklich weinen, trotz allem fand sie später einen, der Schnupfen hatte und nichts roch. Nun kam die Hochzeitskutsche doch, man sieht die Kutsche und sagt, du bist ein Bräutigam mit, doch als die Braut kommt, hört man, der Jule wäscht sich nie. Und wie sie vor dem Altar sitzen, beginnt der Bräutigam zu schwitzen. Er schnappte dreimal, eins, zwei, drei, und schon ist seine Nase frei. Er schielt zur Jule und denkt, er nimmt das Ringlein und denkt, er will sie küssen und schreit, denn Jule wäscht sich nie. Da ist eine gute Fee gekommen, hat Jule an die Hand genommen und sprach zu Jule, sei kein Schwein, steig in die Badewanne rein. Sie riecht die Seife und denkt, die riecht sich richtig sauer, sie sieht sie selber und sagt, hey, jetzt ist die Schweinerei vor.